Wieso hast du eigentlich eins, was du knicken kannst und ich nicht? Ich will gerade Zeit. Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem PNDS-Spiel der Augsburger Panther gegen die Straubing Tigers im ausverkauften Kurt-Frenzel-Stadion. Siegen unsere Gäste aus Straubing mit 4:1. Darf bei mir die beiden Coaches begrüßen, Tom Pokel für die Straubing Tigers, für die Augsburger Panther Christoph Kreuzer. Das erste Statement kommt immer vom Gästetrainer. Tom Pokel darf Ihnen, Ihrer Mannschaft, zu 3 Punkten gratulieren und Sie um Ihr Statement zum Spiel bitten. Dankeschön. Ja, wir waren mit unserem letzten Spiel nicht zufrieden. Es ist wieder gut auf die Siegerstraße und ich denke, wir waren hungrig und ready und haben einen sehr guten ersten Drittel absolviert. Zweiten Drittel, denke ich, es war etwas mehr Augsburg, aber wir haben ein Powerplay-Tor und das ist eine Erleichterung für uns. Powerplay ist in und out, nicht immer da, aber Powerplay-Goal war wichtig. Und dann im dritten Drittel ist Unterzahl, von der zweiten zu der dritten. Unterzahl, zu viel auf unser Rücken, Fersen und Florian Bogel. Hervorragend, wir bekommen hervorragende Tormannleistung und es gibt uns Selbstvertrauen, wir können auf das verlassen. Aber ich denke, wir müssen von unserer Seite, wir müssen das Leben für uns einfacher machen und so spielen wie im ersten Drittel komplett durch und machen das Leben leichter auf unsere Beine und so weiter, weil das tragt sich in das nächste Spiel hinein. Aber ich denke, das Spiel stand auf Messerschneider 2:1 und ja, ich denke, wir haben etwas Glück gehabt in dieser Phase. Und aber bin stolz, dass die Jungs den Weg gefunden haben, auf die Siegerstraße zu kommen. Dankeschön. Vielen Dank, Christoph. Deine Mannschaft hat einmal mehr viel investiert, Straubing Tigers einen großen Kampf geliefert. Woran machst du es am Ende fest? Ja, erstmal Gratulation Tom und seine Mannschaft zum Sieg. Erste Drittel war, oder speziell die ersten 2 Gegentore, das darf uns einfach nicht passieren, gerade gegen so eine starke Mannschaft wie Straubing, dass wir da nicht richtig gut im Backcheck sind und unsere Leute nicht haben. Das nutzt eine Mannschaft wie Straubing dann in der Qualität dann aus und so läufst du dann immer hinterher. Hinterher haben wir im zweiten Drittel sicherlich besser ein Spiel gefunden, haben auch unsere Chancen gehabt und genau in dieser Druckphase kriegen wir das 1:3, was sicherlich wieder nicht gut war, dass wir da wieder mit 2 Toren hinten gelegen haben. Aber wir haben viele Chancen eigentlich gehabt, die wir nicht verwertet haben. Das müssen wir einfach dann besser machen, weil wenn wir es dann wirklich auf dem Schläger haben, um so ein Spiel zu drehen, dann musst du die Chancen nutzen. Mannschaft kämpft immer, sie arbeitet immer, aber am Ende des Tages zählen die Punkte und wir müssen mehr dafür tun, dass wir unsere Chancen nutzen und defensiv dann im richtigen Moment auch wirklich da sind. Es ist immer schwierig dann nach so einem Spiel, wenn du weißt, du hast Chancen, dass du auch das Spiel noch drehen kannst, dass die Jungs nicht frustriert sind, aber am Ende des Tages stehen wir alle da unten und wir können es selber drehen und besonders am Anfang müssen wir mehr bereit sein, gerade gegen so eine starke Mannschaft wie Straubing. Aber am Sonntag das nächste Spiel haben wir die nächste Chance und es ist wieder ein Derby und von daher werden wir alles reinlegen. Danke, Christoph. Gibt es Fragen an einen der beiden Coaches? Keine Fragen, darf ich unseren Gästen eine gute Rückreise nach Niederbayern wünschen. Für die Augsburger Panther geht es Sonntag weiter beim ERC Ingolstadt mit dem nächsten Derby. Kommenden Freitag, 19.30 Uhr gegen Bremerhaven im Kurt-Frenzel-Stadion. Dann das Spiel der Herzen. Bis dahin eine gute Zeit. Vielen Dank.